Hallo Leute! Hi! Das ist die Maren. Mit ihr mache ich heute ein sehr cooles und ein sehr soziales Video. Aber es wird trotzdem nicht langweilig, denn wir werden zum Friseur gehen und ich weiß, dass ihr das sowas sehr, sehr gerne guckt. Ich möchte meine Haare spenden. Und zwar 25 cm. Genau. Für krebskranke Kinder. Ja. Unter anderem auch für einfach generell Menschen, die eben eine Perücke brauchen, weil sie durch eine Krankheit eben ihre Haare verlieren. Und ich möchte sie dabei unterstützen, mal abgesehen davon, dass sie eh eine gute Freundin von mir ist. Und wenn du vielleicht deine Haare sowieso abschneiden wolltest oder sie einfach für einen guten Zweck spenden willst, dann bitte ich dich, mach bei unserem Projekt mit. Auch ich werde da mitmachen, aber dazu erfahrt ihr am Schluss, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Wie das auch alles funktioniert mit den Haaren, erklären wir auch alles am Ende des Videos. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Friseur. Und wie ihr sehen könnt, sind die Haare ein kleines bisschen kürzer. Und ich habe ihr nochmal ein paar Löckchen reingemacht, einfach, dass es noch ein bisschen lebendiger aussieht. Aber ihr wisst ja auch, wie es glatt aussieht. Und ich finde eigentlich beide Ergebnisse sehr, sehr schön. Und ich finde, dass sie mit den kurzen Haaren einfach viel erwachsener aussieht. Und ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, hier unten. Wie findest du es? Ja, ist es echt cool, ist es wirklich gut gelungen. Es ist natürlich gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, da gewöhne ich mich dann dran. Ja, ich glaube, das ist immer so eine kleine Umgewöhnung von lang auf kurz. Ja. Und hier ist der Zopf drin. Wir haben ihn transportfähig gemacht. Genau. Und zwar haben wir ihn oben und unten festgebunden und in der Mitte geflochten. Und dass er stabiler ist, dass er nicht auseinanderfällt. Genau. Und auch, dass er sich nicht verheddert und es keine Knoten gibt, dass wir einfach leichter damit weiterarbeiten können. Und so kommt er dann in so eine gepolsterte Versandtasche und wird dann abgeschickt. Wohin er geschickt wird, das ist natürlich eure Sache. Und zwar gibt es ganz viele verschiedene Organisationen, die wir auch verlinken. Genau, findet ihr alles dazu in der Infobox, auch wo wir das jetzt hingeschickt haben. Und jetzt fragen sich bestimmt einige, warum hat die Maren sich die Haare abgeschnitten und du, Lena, nicht? Du hast ja genug lange Haare. Ja, das hat einen gewissen Grund. Ich möchte meine Haare abschneiden, aber ich möchte mit diesem Video auch so viele wie möglich von euch da draußen animieren, euch auch die Haare abzuschneiden. Denn das Problem ist, dass europäisches Echthaar eben, davon gibt es halt einfach nur sehr wenig. Also der Markt ist überhäuft mit asiatischem Haar, das ist allerdings hat eine ganz andere Beschaffenheit. Das ist viel dicker, das ist dunkel, natürlich kann man das umfärben, aber trotzdem wird das von der Beschaffenheit und von der Struktur nie so sein wie europäisches Haar. Und gerade bei Kindern, die zierlich sind, die vielleicht eine sehr helle Haut haben und die eigentlich von Natur aus blond wären, wenn sie dann Haare auf dem Kopf hätten, sieht es einfach richtig unecht aus. Da greifen wir nämlich ein, denn wir möchten euch animieren, eure Haare auch zu spenden, dass eben diese Kinder auch eine Möglichkeit auf eine natürliche Perücke haben. Und ihr könnt euch vorstellen, dass man 5 solche Zöpfe braucht, um eine Perücke herzustellen. Und das ist doch eine ganze Menge Haare, deswegen braucht man umso mehr Leute, die ihre Haare spenden. Und warum ich meine jetzt noch nicht gespendet habe, ist, dass ich ein kleines Ziel festlegen möchte mit diesem Video. Und zwar möchte ich es schaffen, dass 1000 Leute ihre Haare abschneiden. Man braucht 25 cm dafür, also das ist so das Minimum. Und es sollte nicht zu krass gefärbt sein, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn es gefärbt ist.
ist dann nur weniger wert. Genau. Und wenn wir es schaffen, 1000 Leute da draußen mit diesem Video hier zu animieren, dann werde ich auch ein gutes Stück meiner Haare abschneiden. Und meine Haare sind mir eigentlich echt heilig. Also man könnte mir auch sehr, sehr viel Geld dafür bieten und ich würde es definitiv nicht machen. Aber wenn ich weiß, dass ich damit anderen helfen kann, dann ist das für mich nochmal eine ganz andere Sache. Und ein Mensch ist viel mehr wert als Geld. Kann kein Geld der Welt bezahlen. Die wachsen ja wieder. Genau, die wachsen wieder und deswegen kämpfe ich dafür, dass vielleicht noch mehr Leute, vielleicht gerade du, auch deine Haare spendest und mir dann vielleicht ein Bild oder ein Video schickst, wo du irgendwie auf einem Zettel Lenas Lifestyle stehen hast oder wo du meinen Namen sagst. Ihr könnt diese Videos und Bilder an meine E-Mail-Adresse schicken und zwar schreibe ich die euch hier unten in die Infobox und die steht auch hier nochmal. Einfach, dass ich sehe, okay, du hast deine Haare gespendet und hast dieses Video hier gesehen und hast vielleicht gerade deshalb deine Haare gespendet. Ob du die Haare jetzt sowieso abschneiden wolltest oder nicht, ich würde mich super freuen, wenn ihr an dieser Aktion teilnehmt. Und dann ist es auch für mich überhaupt nicht schlimm, meine Haare zu lassen, weil dann habe ich es für einen guten Zweck getan und dann weiß ich, dass ich mit diesem Video sehr, sehr viel bewirken konnte. Ich würde mich freuen, wenn wir wirklich 1000 Leute finden und 1000 ist gar nicht so krass viel. Also wenn ich mir vorstelle, dass dieses Video vielleicht solche Dimensionen annehmen könnte, wie es andere Videos hier auf YouTube von mir schon geschafft haben, dann denke ich, schaffen wir das und ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen. Um euch vielleicht auch noch einen kleinen Ansporn zu geben, habe ich vor, mit einem oder mit mehreren von den Leuten, die ihre Haare spenden wollen, ein Video zu drehen. Beziehungsweise die überhaupt mal zu treffen. Ich finde es total interessant, Menschen zu treffen, die viel für ihre Mitmenschen machen und die dafür vielleicht auch selbst einen Schritt zurücktreten, um anderen zu helfen. Und deshalb möchte ich auch ein paar von den Spendern kennenlernen. Und vielleicht spornt genau dich das auch noch an, um vielleicht deine Haare zu spenden. Strengt euch an, Leute. Spendet eure Haare. Haare spenden ist wirklich das Leichteste, was ihr machen könnt, um Menschen zu helfen, die an einer Krankheit leiden, wie beispielsweise kreisrundem Haarausfall oder gerade eine schwierige Chemotherapie hinter sich haben. Ganz kurz noch, an kreisrundem Haarausfall sind ungefähr 2 Millionen Menschen hier in Deutschland betroffen und es gibt meines Wissens nach ungefähr plus minus 82 Millionen, also das ist schon sehr, sehr viel. Und diese Kinder werden vielleicht auch gemobbt, sind Jugendliche, die eben Mädchen Haare stylen wollen und aber selber keine haben. Ihr könnt eure Haare wieder wachsen lassen und so den Menschen ein bisschen Freude in ihr Leben zurückgeben. Man muss natürlich auch dazu sagen, manche haben wirklich das Selbstbewusstsein, stehen dazu und tragen keine Perücke, was super cool ist. Aber es gibt eben auch Menschen, die wirklich darunter leiden und gerne echt Haarperücken hätten. Deshalb ist es eine super Gelegenheit, wenn ihr unter 18 seid. Haare spenden könnt ihr immer. Wenn ihr über 18 seid, wäre es super cool, wenn ihr auch beispielsweise Blut spenden gehen würdet oder euch als Stammzellenspender registrieren lasst. Denn damit könnt ihr wirklich, wirklich helfen. Und wir wollen euch dazu animieren. Haare spenden ist ganz easy. Und ich habe auch noch geplant, ein Video zum Stammzellenspenden zu machen. Und so wie man sich dafür registriert und auch wie das Ganze abläuft. Wenn das online ist, dann verlinke ich euch das gerne hier unten in der Infobox. Abonniert mich, um kein Video zu verpassen und auch um das Video, das ich da jetzt geplant habe, nicht zu verpassen. Helft den Menschen um euch rum. Nicht jeder ist gesund. Nicht jedem geht es so gut. Und wenn man helfen kann, dann helft. Das möchte ich euch hiermit sagen. Und ich freue mich, wenn ganz viele bei der Aktion mitmachen. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss.